Hallihallo und willkommen zum Videozyklus Umkehrfunktionen. Mein Name ist David, vielleicht kennst du mich schon aus den Videos zu den Funktionsgraphen. Und wie der Titel schon verrät, heute wirst du alles erfahren, was du zu den Umkehrfunktionen in der Schule brauchst. Dieses Thema ist ein wirklich nicht ganz unwichtiges, obwohl ich weiß, das sagen natürlich alle Professorinnen und Lehrer zu quasi jedem Thema, aber hier trifft es tatsächlich zu. Denn die Frage nach der Umkehrung beschäftigt alle von der Volksschule bis in die höchsten Levels der Universität. Ein kurzes Beispiel dazu wäre eben jenes, wo man sagt, wenn 1 Kilogramm Äpfel 2 Euro kostet, wie viel kosten dann 3 Kilogramm Äpfel? Und man könnte das dann schnell beantworten, eigentlich schon in der Sprache der Funktionen. Wenn man sagt, der Preis f von 3 Kilogramm, dann würde man dann berechnen nach der Formel 2 mal x oder 2 mal 3, weil man für x ja die 3 Kilo einsetzt. Das kennst du alles bereits und da erhalten wir das Resultat 6. Wenn wir jetzt versuchen, diese Frage rückgängig zu machen, würde man fragen, wenn ich 6 Euro bezahlt habe, wie viele Kilogramm Äpfel habe ich zum Preis von 2 Euro pro Kilo gekauft? Und das wäre eben diese Umkehrung, die man mit einer Umkehrfunktion allgemein beantworten kann. Und diese Idee kann man natürlich auch erweitern auf beliebig komplizierte Kontexte, obwohl man sich dann die Frage stellen muss, ist das überhaupt möglich, beziehungsweise wann ist das möglich, dass man etwas umkehrt? Wir werden uns in diesem Zyklus mit einigen solchen Beispielen beschäftigen, auf einer sehr, sehr anschaulichen Ebene. Hier in diesem Video überlegen wir uns aber noch ganz kurz, was eine Funktion eigentlich ist und in den kommenden Videos machen wir dann weiter mit den Beispielen. Und keine Sorge, die Videos werden allesamt sehr, sehr kurz sein. Das heißt, du kannst in ganz, ganz kleinen Lernhäppchen lernen und hoffentlich viel daraus mitnehmen. Wenn du an eine Funktion denkst, hast du vielleicht eine Kurve vor Augen. Im ganz Allgemeinen ist das allerdings anders. Da ist eine Funktion wirklich nur eine Zuordnung zwischen zwei Mengen. Die Definition steht jetzt im Prinzip schon hier am Bildschirm und wir gehen sie jetzt ganz kurz durch. Die Funktion, die wir hier f nennen, ist nun eine eindeutige Zuordnung von einer Menge d in die Menge w. Das heißt, genauer formuliert, dass ich jedem Element aus der sogenannten Definitionsmenge, die hier mit grün markiert ist, genau ein Element aus der sogenannten Wertemenge zuordne. Und wir können da jetzt schon einige Dinge beobachten. Wir sehen da rechts in diesem Schaubild, wo durch die Pfeile eben die Zuordnung zwischen Elementen veranschaulicht wird, dass jedem Element aus der linken Menge D, also diesem Smiley, den Musiknoten und dem umgekehrten Dreieck, genau ein Element aus der Menge W zugeordnet ist. Beispielsweise bilden die Musiknoten ab auf den Smiley. Was wir aber auch beobachten können, in dieser Menge W wird nicht jedes Element getroffen. Zum Beispiel die 42 und dieses aufrechte Dreieck da unten ist nicht der Funktionswert von irgendeinem Element in der Definitionsmenge. Das ist aber zulässig. Das ist überhaupt kein Problem jetzt im allgemeinen Sinne. Damit müssen wir quasi leben. Eine zweite Beobachtung, die wir in der Wertemenge machen, dass ein Element auch mehrfach getroffen werden kann. Das heißt, wir sehen hier das Smiley ist der Funktionswert von den Musiknoten, aber gleichzeitig ist es auch der Funktionswert von diesem auf den Kopf gestellten Dreieck. Und das merken wir uns. Gerade im Kontext der Umkehrfunktionen müssen wir uns nämlich über solche Fragen Gedanken machen. Mehr dazu in den kommenden Videos mit den einzelnen Beispielen. Ein kleiner Kommentar noch zur Notation. So wie es hier in der mittleren Zeile steht, da sehen wir die Funktion f ist gegeben durch eine Zuordnung von d nach w. Von der Definitionsmenge in die Wertemenge und was wir noch zusätzlich brauchen, ist eine sogenannte Funktionsvorschrift. In diesem Beispiel wäre das da drüben einfach die Aufzählung der drei Funktionswerte. Das kann aber auch eine Formel sein. Wenn wir nämlich wie bei dieser Funktion hier unendlich viele Elemente in Definitions- und Wertemenge haben, dann können wir natürlich nicht alle Funktionswerte aufzählen. Natürlich gelten aber für so eine Funktion die gleichen Dinge, wie sie oben bereits beschrieben wurden. Hier sehen wir, wir haben zwei Intervalle als Definitions- und Wertemenge und in diesem konkreten Beispiel würde das bedeuten, dass jeder Zahl in diesem grün markierten Intervall auf dem Zahlenstrahl da unten genau eine Zahl in diesem rot markierten Intervall zugeordnet ist. Was hier zum Beispiel nicht der Fall ist, dass Elemente in diesem roten Intervall nicht getroffen werden, so wie da oben, da wurden ja die 42 und das aufrechte Dreieck nicht getroffen, aber da sieht man auch hier, es können ruhig Elemente auch mehrfach getroffen werden bei einer allgemeinen Funktion. So wie hier etwa, wenn wir schauen an die Stelle 6, da haben wir den Funktionswert 2,59 und so weiter, so wie es da drüben auch schon beschrieben steht. Das ist aber nicht die einzige Zahl, bei der das der Fall ist. Also an der Stelle, die man hier unten auf der Argumentachse abliest, das war jetzt nicht ganz genau gezeichnet,
Aber hier unten, an dieser Stelle, hätte ich zum Beispiel den gleichen Funktionswert, weil er dieser Punkt auf dem Graphen die gleiche y-Koordinate hat. Oder besser gesagt, die gleiche Koordinate dort, wo der Funktionswert steht. Ich hoffe, das hat deine Grundlagen ein bisschen aufgefrischt und im kommenden Video geht es dann weiter mit den konkreten Beispielen, wo wir auch sehen werden, wie diese grafische Vorstellung mit den Umkehrfunktionen zu tun hat. In der Zwischenzeit wünsche ich dir aber alles Gute und wir hören uns in Kürze.